Mini Minossi, das ist cool, der hat Dampf, der wiegt ja nichts. Das ist ein geiles Auto. Ja, ich denke mal, ich werde tatsächlich morgen den Volvo fertig machen. Danach kriegt Gordon den zum hier, der hat immer einen Radkasten, den man schweißen muss, das Kleinigkeit. Und dann mache ich tatsächlich danach den Kübel fertig in Lackierkabine. Also nächstes Lackierprojekt ist der Kübel. Ich muss die Dinger aufeinander haben. Und ich wahrscheinlich für morgen eventuell den Trabi sogar aus der Ecke holen. Den hier. Weil das Problem ist bei mir jetzt ja, ich habe ja meine Dailies. Ne? Ich habe meine Winter-Dailies, mein Sommer. Mein Senator ist mein Immer-Daily. Ne, den fahre ich jeden Tag. Okay. Dann habe ich hier noch mein Caprice. Der soll ja den Quomweg ersetzen. Der soll mein Sommer-Alltagsauto werden. Wird angemeldet. Mit H-Kennzeichen. Hat er ja H-Zulassung. Und dann läuft er bei mir. Aber ich will ihn eigentlich ganz gerne mal neu lackieren. Ich habe noch ein bisschen Lackdesign-Ideen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, aber es soll irgendwas Kackbraunes werden. Weil das Coole an dem Auto ist, es ist ein Einspritzer, ne? 5 Liter TBI, braucht so mit 12 Liter und hat eine eingetragene 2 Tonnen Anhängerkupplung. Weiß Bescheid. Kann man schon nicht meckern. Deswegen soll er hin. Blaulicht soll er noch kriegen. Police Car Thema bleibt. Und wie gesagt, das ist halt so Caprice, ist halt das hier. Ne? Guck hier, gehst du hin und passiert nichts. Geil, ne? Ich hab die Batterie abgeklemmt, ich Idiot. Der hat 2 Tonnen ziehen, der Bock. Ich hab die Batterie abgeklemmt. Genauso war das, kann ich mich daran erinnern. Ich wollte eigentlich jetzt ganz cool starten. Naja, dann habe ich den hier. Dieser Wagen, der ist halt hier einer meiner Sommer-Dailies. Das ist mein Familienkübel. Ich habe schon ziemlich komische Autos, ich weiß. Komische Autos kann ich ganz gut klarkommen. Da kann ich ganz gut mit um, mit ganz komischen Autos. Weil der schmeißt immer den Lappen, wie auf den Lappenhaufen. Seht ihr hier? Der hier läuft halt bei mir als Sommer-Daily mit. Der ist auch cool. Kostet auch nicht viel im Unterhalt, braucht nicht so viel Sprit. Der wird jetzt einmal neu lackiert und dann kann der wieder los. Der kann wieder komplett los. Ist cool. Das Coole bei dem ist halt, wieder, ich kann dann meinen Kindersitz hinten reinmachen. Und dann kann ich Jodi damit transportieren, weil der hat hinten nämlich Gurte, seht ihr? Und der hat 4 Türen. Richtiges Familienauto. Auch wenn es wild ist, aber funktioniert ganz gut. Hat sich gut bewährt, letzten Sommer. Bin ich auch schon 8.000 oder 9.000 Kilometer gefahren mit dem Ding. Dann habe ich den noch auf dem Schirm. Der ist auch mein hier anderer Sommer-Daily. Den fahre ich aber weniger mit Familie. Hat aktuell einen Halbplatten. Nur halb. Geht noch. 0,5 Bar oder so. Ihr seht das ja. Innenraum. Der muss auch wieder auf die Straße. Der braucht noch hier, der braucht noch dieses Bakelitstück für den Vergaser. Und der kriegt eine größere 6-Volt-Batterie. Die steht nämlich jetzt schon hier. Die hier. Die hat mir einen Autokreis auch gekriegt. Die hier, die ist ein bisschen größer, als die jetzt drin ist. Und dann müsste der Kübel bei gehen. Ja, das ist Kieferteil der Fundus, wird auf jeden Fall damit klarkommen. Blinker und so werden alles vom Kieferteil der Fundus kommen. Definitiv. Da werde ich viel vom Kind. Ich werde allgemein mit dem Käferkram noch viel machen. Ich bin auch gerade dabei, ich jag gerade noch so ein 181, so komplett zerlegt. Da hätte ich alles dafür. Mal gucken. naja, so ungefähr ist das. Das ist so ein bisschen was Ding. Der soll halt wieder, der muss ja nicht lackiert werden, der ist sonst ja okay. Der springt noch nicht an, wenn er warm ist. Den müssen wir machen mit dieser komischen scheiß Bakelitkacke. Das ist der hier, der im Rohbohr hängt, weil der kann ich es von außen sogar zeigen. Habe ich mein Drehzahlmesser eingeklemmt. Das ist so ein Bakelitstück. Da, das kleine. Wie ist das? Dieses da. Da. Das ist ein Vergaser. Das haben wir vergessen damals. Wenn ich das ranschraube, danach ist er in der Nacht auch warm an. Dann kocht der Vergaser nicht mehr frei. Gurkenträger als Daily könnte eventuell auf Langstrecke ein bisschen langwierig werden. Was ist mit dem 601 im Außenlager? Hör nicht viel. Muss ich mal irgendwann mal puzzeln. Oder ich muss ihn halt nicht puzzeln. Ich sehe den halt so ein bisschen als Wertanlage. Also beide. Ich habe da zwei zerlegte 601er komplett. In Teilen und einen sogar als Karosse. Ich habe ihn damals für einen Spottpreis gekauft, also für wirklich wenig Geld, den zerlegten Trabi. Der hat Papiere, der war mal ein fahrbereites Auto, ich kenne den Wagen sogar noch. Und hier, wenn der wirklich mal vom Marktpreis so steigen sollte, wie ich das glaube irgendwann, werde ich den irgendwann mal zusammenbauen und verkaufen, den Trabi, der da hinten steht. Bis es soweit ist, bleibt mir das schön stehen auf den Rollwagen und besser geht's ja gar nicht. Kannst aber hinschieben, wo du hinfahren willst. Das war so die Idee. Lost Place Kiefer tatsächlich mittlerweile bin ich so weit,
und habe den Brief aufgeboten, beziehungsweise habe jetzt wenigstens hier einen Eigentumsnachweis. Das heißt, ich kann dafür das Ding Papiere machen und dann kann man das Place-Käfer auf die Straße bringen. Aber die hat auch überhaupt keine Priorität für mich. Weil, wie gesagt, Priorität haben wir erstmal die Sachen halt, die mir halt Geld bringen für den Autohandel und halt welche, die ich halt selber fahre. Zum Beispiel der hier hat meine Priorität, weil ich den diesen Sommer fahren will. Wieder, so wie jedes Jahr halt. Letztes Jahr auch. Ja, andere Kübel auch. Aber die Dinger laufen, bin ich glücklicher. Ne? So vom Gedanken her. Der hat auch Priorität, weil den will ich natürlich auch fahren. Obwohl eigentlich mittlerweile, wenn man den so anguckt, wenn man so anguckt, den Wagen, eigentlich, was meint ihr? Ich will auch ein Sheriff-Auto machen. Der soll kackbraun werden, okay? Und in diesem kackbraun soll der halt so ein bisschen so angetüdelt werden. Und was meint ihr? Sheriff-Auto? Mach mal, eins für Sheriff-Auto und zwei für so lassen. Oder einfach so lassen, die Lackierung von dem Auto und ein Blaulicht oben drauf. Weil irgendwie ist das schon geil geworden, ne? Mittlerweile habe ich ihn echt lieb. Sagst du, sogar Alter ist mittlerweile. Ihr habt ihn auch lieb, ne? Ihr habt ihn auch lieb, hat das schon. Ja, ja. Weil irgendwie gucke ich ihn immer so ein bisschen an. Ich wollte ja zuerst eine Hommage machen an Booker T. Justice. Weißt du, kackbraun? Aber ich glaube auch, der kann eigentlich kann der ein Blaulicht kriegen und ein paar Nachlackierungen noch ein bisschen mit Hamarit und sowas. Dann kann der eigentlich los. Ich glaube, ich kann mir die Zeit sparen, Mann. Kann die Zeit echt sparen. Ist ja eigentlich ein Bluesmobil, ja, passt ja irgendwie. Der hat sogar einen Lautsprecher, Stefan. Habe ich mal gebastelt fürs Museum. Und der braucht Mooncaps. Michi, klar, dass du das sagst. Obwohl, sonst ist er ja schön. Der passt schon irgendwie, ne? Habt ihr schon recht, irgendwie. Irgendwie ist das schon. Ja, ihr habt schon recht. Ihr habt echt schon recht. Das Grunddesign kann man vielleicht lassen. Ich würde sagen, auch ein Blaulicht drauf und dann los damit. Umlackieren können wir ihn ja immer mal. Ja, okay, habt ihr. Weil ich gucke auch, ich renne mal im Museum so mal ran vorbei. Also jetzt hat er mir das hier vorne stehen und sagt, ich miete ja ganz geil aus so, ne? Eigentlich geile Karre so. Rot nicht für eine Idee. Mal gucken. Nee, Sven noch nicht. Ich habe es immer Glück gehabt. Nur leichte Autounfälle. Meistens war ich immer Beifahrer. Obwohl, einmal hatte ich einen schweren Autounfall, aber der war nicht schwer ausgegangen. Der ist schwer. Ich habe mal mit meinem Trabi, habe ich meinen LKW. Ja, der Trabi hat meinen LKW zerlegt. Komplett. Also. Mit die ganze Seite abrasiert, aber war auch nicht schwer. Ich bin so nach Hause gefahren mit dem Auto, wo der vor dem Arsch war. Der so kommt nicht losgelassen hat, dann für Gurke war ein Ding. Aber sonst nicht. Nee, sonst war wir Glück gehabt bisher. Ich hatte auch mal mit dem K30 mal einen BMW zusammengeschoben. Da hatte ich einen Trailer hinter gehabt, mit einem Volvo hinten drauf. Und musste eine Vollbremsung machen. Dann bin ich halt gerutscht. Ich habe kein ABS. Und bin über so ein Bahnsteig. Der ist mein Trailer, hat so mein Wagen so ein bisschen gehüpft. Und da bin ich hinten auf einen nagelneuen, also nagelneuen, ich war zwei Jahre alten Fünfer BMW hinten drauf geballert. Mit dem Teil. Deswegen, ne, hier, mein Schaden ist hier, seht ihr? Das Kennzeichen ist hier so ein bisschen beschädigt. Seht ihr das? Hier, guck mal da. Und da ist noch Farbe von dem BMW dran, so ein bisschen. Da sieht man auch noch ein bisschen was. Ja. Ja, und der BMW war total Schaden, ne? Das waren, ich glaube, irgendwie über 30.000 Euro Schaden waren das, die ich da hinten reingeballert habe in die Karre. War ich auch voll schuld dran, weil ja klar, ich konnte ja halt nicht bremsen. Und der BMW wurde halt ausgebremst, hat keiner gesehen. Da ist einer abgebogen auf letzten Drücker. Der BMW musste voll in der Eisen und ich mit meinem ganzen Gespann auch. Aber das war echt wild. Also, das einzig Gute ist, wenn ich meine Versicherung hoch anrechnen muss tatsächlich, ich habe diese Karre plattgeschoben, komplett. Die haben sofort den Schaden bezahlt und ich wurde nicht hochgestuft. Also komplett nicht. Also ich wurde nicht hochgestuft, gar nichts. Also das war ganz cool. Also ich zahle denselben Kurs noch für den LKW wie vorher, für den K30. Ja, und der Gag daran tatsächlich ist auch wirklich gewesen, das war ein Tag, bevor wir den Chevy-Van geholt haben. Wer noch weiß, das war ein Tag, nach der Robo-Holaktion und ein Tag vor der hier Chevy-Van-Holaktion.
Ja, der war weg, den haben wir nicht mehr gekriegt, den Typen. Den hätten wir noch in den Arsch schauen können eigentlich. Stimmt wirklich. Und deswegen ist der andere kommt noch runtergebogen gewesen, glaube ich, damals. Das war, glaube ich, damals der Grund. Das war das Problem. Bin ich mir ganz sicher. Der hatte halt, der Volvo hat ihn halt hat ihn nochmal angegeben von hinten. Da muss man den Anhänger kommt und später reparieren. Das wird der Folgeschaden von dem Ding. Und er kann 30, sonst hat er noch nicht gejuckt. Sonst ist er einfach da hinten rauf und fertig. Berliner Kamera kommt nichts mehr von. Ne, gibt Aussage gegen Aussage. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe die Kamera an der Straße stehen gelassen, im Gefahrenbereich. Und er ist draufgefahren. Ne? Also er ist draufgefahren, das ist irgendwie auch seine Schuld, aber ich habe sie doch hingestellt. Also. Da fehlt nichts. Da war von vornherein auch schon klar. Ost, ja klar. Da auf jeden Fall. Zunächst 3 kann ich gebrauchen. Muss ich bei mir melden, wenn du was haben willst. Boah, Alter. Ich hab irgendwie eine Gurke im Hals. Junge. Also eine richtig böse Gurke. Ein Hambi? Was ist ein Hambi, Alter? Ein Häschen oder was? Oder meinst du ein Hamvi? Hamvee. Sofort. Nee, ich bin nicht erkältet. Ich habe für diesen Zeug, für dich gerade gesagt, von einem kratzigen Hals. Was macht der Capri gerade? Ich will mal hoffen, der steht und fährt nicht. Das wäre komisch. Nee, VEE heißen die. Ah, die muss ich verzaufen. Das kratzt. Cedric finde ich eben wann mal, 90er vielleicht, ne? Capri steht hier übrigens da, habt ihr gerade gefragt, da ist er. Ja, ich muss mal eben saufen nochmal. Also ich gehe mal eben in die Abteilung, wo ich jetzt nicht so ein Pulverzeug da saufe, sondern die Abteilung, wo ich halt Wasser oder sowas saufe. Oder vielleicht finde ich auch eine Cola. Ja, ich habe mal Cola Light oder sowas. Oh, das war mir drin, Alter. Die Heizung hat nicht zugeschlagen, merkst du richtig. Ich glaube, wir müssen Strom sparen. Sieht doch ganz geil aus. Ne? Das Licht hier, das hier ist cool. Mag das Licht hier. Es hat was. Hast du noch einen Filter? Meinst du, schafft er bis nächsten Samstag? Aber das hast du recht, Alter. Alter, ich stelle mal kurz hier wieder drauf. Machen wir was zu saufen. Bombengürtel, Alter. Was hast du denn? Schlaf gut, Mann. Oder was du vorhast. Alter, ich hab noch Malzbier. Ich hab noch Malz. Schwein gehabt. So. Ne, das Licht hab ich nur angemacht wegen dem Stream. Oh, moin Erich, mein Hasi. Erich, nicht wundern, warum ich noch nicht da war, wegen dem P60 bei dir. Ich hab eine kräftige Steuernachzahlung, die ich machen musste. Deswegen. Das wäre schon lange ewig bei dir gewesen, hätte die Karre abgekauft, wer Bescheid weiß. Ebert ist ja immer. Aber trotzdem ist mein angepeiltes Ziel, weißt Bescheid. Hast du den Bombengürtel? Ich habe auch gar nichts gesagt. Hab ich nichts gesagt. Oh. Alter, ich mit meinem Scheiß, Alter. Was für ein Kratzi, Alter. Was wollte ich noch erzählen? Ach so, übrigens, hier. K30-Fahrer, ne? Kein Problem! Also nichts Böses, Bombengürtel. Bin ich böse auf dich oder so. Marc, ich habe auf jeden Fall ganz viele Rückleuchten, aber ich will die eigentlich nur als Paket verkaufen. Also wenn du die Rückleuchten brauchst, musst du sozusagen nochmal Tonnen von Dinger zu holen. Ich habe hier die waren ja nicht teuer, die kosteten, glaube ich, das Stück 4 Euro irgendwas. Aber kein 30er Lifestyle ist heiße, da brauchen wir halt Keilriemen. Ganz viele. Und ich muss auch mindestens einer von tüdeln. Alter, einen bösen Pferdekuss von Fiskus. Aber ist klar, Umsatzsteuer wollen sie noch haben. Nachzahlung. Ja, über 7 Scheine. Und dann denkst du immer, da läuft der Laden. Pip, 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 pip. So viel dazu. Auf Alter, Kette ist eine witzige Idee. Der Steuerkette für eine Milchmaschine. Ja, ich mache nachher mal, weil ich die Scheiße umbaue,
eine fette Unterlegscheibe davor, dass die ein bisschen gerader kommt, die Lichtmaschine. Und probiere es nochmal aus, vielleicht kommt das ein bisschen besser. Mal gucken. Da habe ich ja nochmal 100 Kilometer aus dem Keilriemen rausgeholt. Aber ihr seht ja, viel Hoffnung habe ich nicht. Aber mittlerweile mache ich da schon Rekordzeit, die Dinger tauschen. Echt Rekordzeit, da gibt es keinen, der schneller ist als ich. Ich tausche den Keilriemen schneller als meinen Schatten. Nee, eine gute Kette, wie früher bei einem Chevy oder so. Irgendwie so ein fettes Ding, so Duplex am besten noch. Oder Stirnräder, wie beim Ford. Das wäre was, Alter, da sehe ich uns drin. Nee, das ist scheiße. Wie spät ist das eigentlich? 11 Uhr, vielleicht mache ich das gleich noch. Du hast nicht mal geredet, ja, mit dem Keilriemen war Jens mal bei, aber es hat bei einer Lichtmaschine funktioniert, bei der anderen nicht. Aber ich will Jens bald mit einem ganz anderen Projekt belasten. Ich will ihn auch nicht mehr näher.